Spontan, witzig und provokativ. So hat sich die Band Das Niveau am Freitag im Lux präsentiert. Ja, und das Duo hat dem Publikum ganz schön eingeheizt, sodass zum Schluss laut mitgesungen wurde. Meine Kollegin Rebecca Höfstetter hat sich für sie mitreißen lassen. Provokativ, laut und immer gut drauf. Das ist Das Niveau. Martin Spies und Sören Vogelsang sind zwei Freunde aus Berlin, die mit ihrer Musik Massen unterhalten. Die Idee war eigentlich gar nicht professionell zu machen, sondern wir haben uns auf ein paar Bier getroffen und haben die getrunken und dann haben wir eine Gitarre in die Hand genommen und haben ein YouTube-Video aufgenommen und dann hochgeladen. Und dann ist es einfach irgendwie so passiert, dass wir davon plötzlich leben konnten und regelmäßig Auftritte hatten. Ja. Am 11. Oktober war das Duo zu Gast im Lux. Gute Stimmung im Publikum und feurige Dialoge auf der Bühne gaben sich die Hand. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für die fehlende Komik meines Bandkollegen. I apologize for the missing Komik of my Bandkollegen. Geliebt und gehasst, genau wie Barney Stinson. Und geladen wie eine Glock. Kritiker lassen wir in Säure verschwinden. Denn das Niveau, das Niveau. Irgendwann haben wir keine Zeit gehabt vor einem Gig und sind ohne Setlist auf die Bühne und haben beide gemerkt, plötzlich, ich war völlig nervös am Anfang, dachte, oh Gott, das geht alles kaputt, wir schaffen das nicht. Und dann waren wir viel lockerer und die Leute waren viel mehr bei der Sache. Wir waren viel lustiger, weil wir nicht alles, die Reihenfolge und so und alles klar war, sondern es war super. Und dementsprechend machen wir das jetzt auch. Die Musik ist eine Mischung aus Folk und Indie-Rock und die ganze Bühnenshow ist geprägt von improvisierter Stand-Up-Comedy. Zugute kommen den beiden dabei Martins schriftstellerisches Gespür für Sprache und Sörens schauspielerische Bühnenerfahrung. Dementsprechend ist Martin auch für das Texten zuständig. Ich setze mich halt hin, ich habe eine Idee und dann probiere ich rum. Und hab dann pointenreichen Text draus zu machen oder hab eine Melodie und schreib da irgendwas drauf oder so. Und dann gehe ich tatsächlich manchmal ganz banal einfach nur die Wörter durch oder so. Was reimt sich aufeinander? Was ist cool? Was könnte passen? Und dann entstehen Assoziationen und dann entstehen Songs. Oder auch nicht. Ganz oft passiert auch nichts. Ja. Die gesamte Tour des Niveaus wurde durch Crowdfunding der Plattform Startnext finanziert. In diesem Sinne wurde auch ein Meet and Greet organisiert, bei dem sich ein Fan entspannt mit den zwei Musikern unterhalten konnte. Mit Texten zu Themen wie Zensur, Schwulenrechte und Rassismus sind das Niveau immer top aktuell. Wir machen's nur für die Musik. Wer ist denn schon gern ein Star? Ach Martin, das will uns doch keiner glauben. Wir machen's nur für die Kohle. Und während wir nicht Musiker lebten, wir davon Banken.